Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr reinschaut und willkommen zurück zu Gran Turismo Sport. Heute nochmal eine vorproduzierte Folge und zwar verschlägt es uns nach Japan auf den Suzuka Circuit. Hier ist das gute Stück, legendär und berüchtigt zugleich, denn ja, ich kann es nur immer wieder sagen, ich bin die Strecke schon so oft gefahren, aber trotzdem packt sie mich immer wieder. Und zwar am Sack. Lange Rede, kurzer Sinn, deswegen habe ich mich heute für das Grip Monster, den Renault Sport Megane Trophy aus dem Jahre 2011 entschieden, weil das einfach ein Fahrzeug ist, was einem wirklich einiges verzeiht. Leistungstechnisch, gerade auf langen Geraden, dann ein bisschen schwachbrüstig, da ist der normale Renault Megane zum Beispiel deutlich kraftvoller, aber gerade in den Kurven liegt das Ding wie ein Brett, hat einfach einen unglaublichen Abtrieb. Lange Rede, kurzer Sinn, in 20 Sekunden geht's los, ich zeige euch in diesem Video zwei Rennen A4 Runden. Ja, und qualifying-technisch, es läuft einfach nicht. Suzuka und ich, weiß ich, so richtig dicke Kumpels werden wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber mit einer 2.13 bin ich dann immerhin gute 3 Sekunden langsamer als die Pole Position hier und starte von Position 13 von 16. Das ist traurig, aber es ist die Realität. Und somit bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder von den Fehlern der anderen zu profitieren und uns Schritt für Schritt nach vorne zu arbeiten. Gut, hoffentlich arbeiten sich nicht die paar anderen dann noch hinter uns quasi an uns vorbei. Jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt gewesen, weil der Controller sich deaktiviert hat. Dabei ist er ja per Kabel angeschlossen. Was willst du? Gut. Und ob das Rennen auch gut wird, das schauen wir uns jetzt an. Ja, die wöchentlichen Rennen kann man sich eben immer nicht aussuchen. Ja, aber es zwingt einen auch keiner, sie zu fahren, aber man wächst ja an seinen Herausforderungen und ja, wenn ich es mit dem Megane nicht schaffe, hier einigermaßen sicher über die Piste zu bügeln, mit welcher Kiste dann? Gut, Konzentration, insbesondere in den ersten Kurven. Let's rock and roll. Ich Kamerad Schmalfuß aus Frankreich hier ein bisschen verwirrt mit seiner wackeligen Aktion. Ganz schön unruhig unterwegs, der Kamerad. Definitiv auch ein Gamepad-Fahrer. Ich ja hier in diesem Rennen oder in diesen Rennen, die ich euch heute zeige, auch nach wie vor mit Controller, nicht mit Lenkrad unterwegs. Ja, da habe ich den Kameraden hinter mir ein bisschen ausgebremst, der aber sehr fair in die Eisen gestiegen. Deswegen, auch wenn du es nicht hörst, vielen Dank dafür. Aber ich müsste ein bisschen auf den Kumpanen aus Frankreich hier aufpassen. Der nutzt die Bremse nämlich ein bisschen öfters als mir lieb ist. Und alles sehr eng hier. Echt wenige Möglichkeiten zum Überholen, schon gar nicht zum sicheren Überholen. So, schön gemacht. Da muss ich mich mal selber loben. Einiges los hier, aber richtig schön sauber durchgekommen. Aber der Franzose hat es auch nicht versucht, es um jeden Preis hier wieder zurückzuerkämpfen. Deswegen Platz Nummer 10. Da haben wir doch glatt mal 3 Plätze gut machen können. Gut, jetzt nutze ich die Luft, die ich ein bisschen habe. Schön entspannt bleiben, durch die Hose atmen und nicht verrückt machen lassen. Denn das ist jetzt eine gute Voraussetzung, um sich noch ein bisschen weiter nach vorne zu arbeiten. Oh, der Megane liegt so schön in der Kurve. Jetzt kommt natürlich seine Schwachstelle, die langgezogene Gerade. Aber am Ende werde ich mich wieder freuen, in jeder einzelnen Kurve, dass ich ihn hier unter meinem virtuellen Hintern sitzen habe. Schöne, schöne Sache. Ich glaube, hier komme ich mit dem Megane sogar mit Vollgas durch. Frage ist, wie viel Risiko ich da eingehen will. Auch diese Schikane. Jetzt bin ich zwar hier ein bisschen weggerutscht, nicht ganz sauber rausgekommen, aber trotzdem kein Vergleich zu dem, was ich bin ich das letzte Mal Suzuka gefahren, den Nissan GT-R, der dann doch, schönes Auto, aber dann doch in den Kurven ein bisschen unruhiger war. Ganz andere Welten, in der wir uns jetzt hier bewegen. Na,
nach wie vor nicht mega schnell, aber dafür sicher. Einige heute auch tatsächlich hier mit Alfa Romeo unterwegs. Eine Kiste, die man doch dann relativ selten in GT-Sport zu Gesicht bekommt. Aber ich freue mich ja über die Abwechslung, auch fürs Auge. Ah, Mist, den Fehler leicht kopiert, das wäre meine Chance gewesen, vorbeizuziehen. Die Mauer hat mich abgefangen, aber das war echt noch Glück im Unglück. Da hätte es mich auch richtig böse erwischen können. Mann, 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 aber somit haben wir jetzt erstmal nichts verloren. Wir sind noch relativ nah dran an Second for Life aus den Niederlanden. Ah, schade, trotzdem sehr gefährliches Fahrmanöver. Schwein gehabt. Oh, da verabschiedet er sich. Gute Reise. Und schon sind wir auf Platz Nummer 9. Wer hat's gedacht? Dafür jetzt ein großer Abstand zu Platz Nummer 8. Fast 5 Sekunden. Ja, so richtig traue ich mich Vollgas hier noch nicht durch. Ich will jetzt nicht zu viel riskieren. Aber da ist noch Luft nach oben. Ja, relativ sauber durch die Schikane durchgekommen. Jetzt die Geschwindigkeit mit rauf auf die Startzielgerade nehmen. Aber trotzdem, da vorne läuft es deutlich besser. Mittlerweile 5,5 Sekunden Abstand. Okay, da habe ich meinem Mechaniker ein bisschen zu viel zugemutet. Das ist jetzt nicht so fluffig gelaufen. Konzentration. Ja, wir sagten, auch wenn er nicht der schnellste und leistungsstärkste Wagen in der GT-Sport-Garage ist, aber er fährt sich so schön durch die Kurven. Ein absolutes Träumchen. Boah, das gibt's nicht. Ach Mensch, ist das immer wieder ärgerlich. Es ist natürlich auch ärgerlich, wenn einem andere Leute das Rennen versauen, aber wenn man sich's... wenn man sich selber versaut, nicht viel weniger. Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Komm, jetzt konzentrier dich mal, Junge. Komm, das kannst du besser. Mann, 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 das ist genau, aber das ist wirklich original Suzuka. Zentimeter, wenn nicht gar Millimeter, entscheiden hier über Sieg oder Niederlage. Und das ist das, wenn du ein bisschen, minimalen Tick irgendwo zu weit rauskommst, hast du verloren, kriegst die Kurve nicht mehr. Das finde ich wirklich in Suzuka besonders extrem. Aber naja, die einen können es halt und die anderen nicht. Und ich gehöre zu Letzteren. So, da hinten hat sich wieder einer verabschiedet. Platz Nummer 10. Trotzdem schon mal ein kleiner Zwischenerfolg. Aber Second for Life müssten wir eigentlich noch cashen können. Ah, sehr unruhig durchgekommen. Asmodeus würde jetzt sagen, fahr das Rennen gegen dich selbst, du Pfeife. Oh, der Kamerad im Audi? Ja, holla die Waldfee. Hallo. Also, man kann sich natürlich auch erzwingen, ne? Man kann es aber auch ganz schnell wieder verlieren, mein Freund. Shh.
Schön, genau so war das geplant, Ladies and Gentlemen. So fährt man Autorennen. Warum nicht öfters? Ja, diesmal ein bisschen mehr gebremst, als sein musste, aber den Fehler will ich ja nicht zweimal machen. So, der Audi hat sich den Alfa Romeo auch gecasht, aber wir haben ja nicht allzu viel Abstand, eine knappe Sekunde. Letzte Runde, der wird jetzt nochmal volles Risiko gehen und auf der Geraden wahrscheinlich auch mehr Leistung als wir haben. Deswegen mal sehen, ob wir das Kind jetzt hier noch geschaukelt kriegen. Ja, bin ich nicht optimal rausgekommen, bisschen Gummi auf der Straße gelassen, das kostet mich jetzt Leistung. Eine halbe Sekunde Abstand. Ja, und da kommt er schon rangeflogen. Du kleines Sackgesicht. Das war natürlich ein richtig mieses Fahrmanöver. Ich verliere dadurch jetzt noch einen weiteren Platz. Ja, das ist natürlich jetzt ein unversöhnliches Ende gewesen. Nochmal eine kleine negative Sportsgeist-Wertung einkassiert, 2 Plätze verloren. Und das alles wieder aufgrund unnötiger Aggressivität. Gut. Mann, das ist aber auch, und ich hatte das in einem der letzten Rennen schon mal gesagt, in diesen kurzen, 4-ründigen Rennen immer besonders schlimm in der letzten Runde, weil die Leute dann so ein derbes Risiko eingehen auf Biegen und Brechen. Deswegen sind mir die längeren Rennen an sich lieber. Aber wir wollen immer ein bisschen Abwechslung reinbringen und naja, nach einem kurzen Schnitt geht's für euch weiter mit dem 2. Rennen. So, und da sind wir im Warm-up zum 2. Rennen und diese Aufnahme findet tatsächlich einen Tag später statt, weil GT Sport mich irgendwie gestern geärgert hatte. Ich hatte mehrfach hintereinander versucht, in die Lobby reinzukommen. Das hat nicht funktioniert, bin jedes Mal wieder zurück ins Lobby-Menü geschmissen worden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht hat die Nachtruhe ja auch gut getan. Und wir versuchen jetzt einfach mal, das Beste hinzuzaubern. Das Warm-up ist abgeschlossen. Let's rock and roll. 13 von 16 möglichen Fahrern sind am Start. 4 Runden. Erwarten uns genauso wie eben und jetzt nochmal volle Konzentration und versuchen das Beste herauszukitzeln. Wir schalten aber logischerweise von der Außenperspektive, ich wollte euch gerade bloß mal kurz die Kiste zeigen, wieder rein in die Stoßstangenperspektive, die ich nach wie vor als die geschickteste und präziseste empfinde. Deswegen zack, unten in der Mitte das Radar eingeblendet. Und dann schaukeln wir das Kind schon. Relativ viele Audi TT wirklich hier in diesem wöchentlichen Rennen am Start. Also es wäre auch mal ein Versuch wert, mal die Kiste auszuprobieren. Es ist wirklich schwer verdächtig. Aber jetzt Konzentration, weil wir werden genau mitten in der Schikane rausgeschmissen. Beziehungsweise ins Rennen rein und wir versuchen uns nicht rausschmeißen zu lassen. Und es geht in die erste von 4 Runden. Hinter uns ist ein bisschen Luft, nicht allzu viel. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Er hat es den ersten schon erwischt. Wenig Möglichkeit zu überholen hier, deswegen lieber ein bisschen vorsichtiger. Ha, Kamerad schon. Au! Junge! Leider nicht geghostet worden. Aber das Spiel hat es zu meinem Vorteil erkannt. Es gab eine positive Sportsgeistwertung. Also noch alles gut gelaufen, mit einem blauen Auge durchgerutscht. Ja gut, da wird zwar der 2. Gang angezeigt, aber da reicht eigentlich auch der 3.
Schritt für Schritt profitieren wir von den Fehlern der anderen. Genauso soll's laufen. Boah, Junge, meine Güte, scheiß doch auf die Strafe, fahr einfach weiter. Immer wieder ein Elend und produziert nur Unfälle. Und bringt in den wenigsten Fällen was. Nun gut, wie gesagt, man muss nicht immer der Schnellste sein, manchmal reicht es auch einfach, entspannt zu bleiben und von den Fehlern der anderen zu profitieren. Das klappt heute wieder ganz gut. Für den Moment Platz Nummer 6 von 12. Einer hat die Lobby schon verlassen. Ja, leicht weggerutscht. Irgendwie beim Einstieg in die Schikane ein bisschen zu langsam, dann ein bisschen zu schnell. Auch das können wir noch besser. Nach vorne mittlerweile über 4 Sekunden Abstand. Die Kameraden da vorne haben sich dann wohl aus dem gröbsten Ärger raushalten können. Ja, ein bisschen weit rausgekommen. Da musste ich ein bisschen mit der Bremse nacharbeiten. Richtig komme ich zwar nicht ran, aber der Abstand hinter mir wird auch ein bisschen größer. Also von dem her drehe ich hier gerade meine eigenen Runden. Dann kann ich wenigstens in dem Tempo, in der Geschwindigkeit fahren, wie ich es gerne hätte. Werde von hinten nicht geärgert. Nach vorne kann ich aber auch nicht so wirklich was bewegen. Also scheine ich mich jetzt genau an der Stelle des Feldes zu befinden, wo ich zu schlecht und zu gut zugleich bin. Allerdings merke ich, ich habe es zum Anfang der zweiten Hälfte dieses Videos gesagt, schon, dass ich einen Tag oder eine Nachtpause dazwischen hatte. So ein paar Minuten braucht man halt normalerweise schon, um sich einzufahren, und die habe ich mir jetzt nicht gegönnt. Aber es geht. Es läuft. Zumindest verhältnismäßig gut. Hatte mir auch extra nochmal die Streckenerfahrung im Spiel angeschaut. Und die hat auch ganz klar gesagt, in dieser Schikane ruhig die Curbs ein bisschen mitnehmen. Die sind relativ flach. Und man sieht auch, dass es keine Zeitstrafe gibt. Das ist aber auch eben immer wieder von Strecke zu Strecke sehr unterschiedlich. Da sollte man sich also nicht grundsätzlich drauf verlassen. Der Renault Megane nach wie vor ein richtig schön angenehmes Fahrzeug für diese Strecke. Ja, wenn man die Kurve richtig anfährt, auch wenn es jetzt nicht ganz sauber war, kommt man hier richtig schön fluffig durch. Kurve noch nicht ganz optimal, aber schon mal deutlich besser angefahren. Da muss man nämlich erst sehr spät an den Scheitelpunkt reinfahren, um dann eine richtig schön Geschwindigkeit hier mit auf den Highspeed-Abschnitt zu nehmen. Auch hier außen darf man im Idealfall durchaus die Curbs ein bisschen mitnehmen, habe ich gelernt.
Aber wie gesagt, nach hinten jetzt schon fast 8 Sekunden Abstand. Nach vorne aber auch fast 6. Ich bewege mich hier zwischen den Welten. Fehler. Da wollte ich zu viel, da bin ich auf den Curbs ein bisschen zu sehr aufs Gas gegangen. Da ist mir doch glatt das Heck weggerutscht und das bei einem Frontriebler. Nachtigall, ich höre dir trapsen, aber trotzdem noch ein ganz entspannter Abstand nach hinten. Aber nach vorne wird er witzigerweise geringer. Das heißt, da ist anscheinend auch der ein oder andere Fehler passiert. Den ich, wollte ich gerade sagen, leider nicht für mich nutzen kann. Aber jetzt. Platz Nummer 5 von mittlerweile nur noch 11. Und es ist auch schon die letzte von 4 Runden. Schön entspannt bleiben. Ja, noch nicht perfekt, aber das geht alles schon mal in die richtige Richtung. Die ein oder andere heikle Stelle kommt jetzt auf jeden Fall noch, deswegen schön entspannt und konzentriert bleiben. Da habe ich das Bremsen vergessen, das ist genau das Gegenteil von Konzentration. Und auf der Geraden habe ich leistungstechnisch leider einen deutlichen Nachteil gegenüber dem Audi TT. Da ist mir jetzt einfach das Gequatsche dazwischen gekommen. Quatschen und Bremspunkt finden gleichzeitig funktioniert leider nicht. So, und was sollte jetzt die Berührung? War das nötig? Bei dem Überholmanöver mich zu berühren, war sowas von unnötig. Dann hat er sich zurückgekämpft, das ist auch in Ordnung. Hat er meinen Fehler einfach eiskalt ausgenutzt, von dem her selber schuld. Aber trotzdem, ein ziemlich beschissenes und unfaires Überholmanöver. Aber alles gut, die 4 Reifen sind auf der Strecke geblieben. Und Platz Nummer 6 von anfänglich 13. Ja, das ist doch relativ fluffig gelaufen. Ich freue mich, ich gewöhne mich so langsam aber sicher ans Gamepad. Muss das hoffentlich nicht mal allzu lange machen. Ich denke mal, allerspätestens am Anfang Februar werde ich hier wieder an meinem Fanatec sitzen und dann freue ich mich, dass wir das Ganze dann vielleicht auch wieder noch ein bisschen präziser und auch wieder ein bisschen erfolgreicher machen können. Aber lange Rede, kurzer Sinn. 3 Plätze verbessert, Platz Nummer 6. Und ein unfallfreies Rennen. Das hätte schlechter laufen können. Wenn es euch auch gefallen hat, dann seid doch so nett, lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich wie immer auch über eure Kommentare unter den Videos. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Euer kotzender Eisbär. Macht's gut. Tschüss.